Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, zu einer neuen Welle von Neuigkeiten, die dieses Spiel betrifft, was ihr hier, oder was ihr ja groß, ihr ja seht. Ja, heute ist es mal wieder soweit, es gab einen Fee-Channel, wurde sogar schon gestern angekündigt, was ich richtig nett fand. Und auch, dass die Special Heroes heute angekündigt werden, da konnte ich mich gut drauf vorbereiten. Könnten sie gerne häufiger so machen, aber gut, das nur so am Rande. Ja, wir bekommen einige neue Neuigkeiten, also nicht nur, welche neuen Special Heroes es gibt. Jun alt? Nee, Spaß, wahrscheinlich nicht. Aber dafür eine ganze Welle von anderen Neuigkeiten. Und ich glaube, ich mache das ein bisschen lauter, kann ich es hier machen. Immer so eine Sache hier, meistens zu laut, meistens zu leise. Aber ich glaube, hier ist es schon fast zu leise hier, dass man die Musik hört. Aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Man will mich ja auch hören hier. Aber gut. Ja, Fee-Channel und ich würde sagen, Erwartungen habe ich keine, wir werden sehen, was da kommt. Im Nachhinein werde ich ja mehr dazu erzählen, deswegen würde ich sagen, ja, wir gehen ins Video, würde ich sagen. Ich denke, darum sind wir ja alle hier, wir wollen das Video sehen und deswegen würde ich sagen, los geht's. Okay, das ist vielleicht schon wieder ein bisschen laut. Oh mein Gott. Flap, 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 flap. Hi, Sothis. Wie geht's, wie steht's? Hello, summoners. Oh, den Schachbrett, okay. Was soll man das bedeuten, Mark? Na, das ist doch schön zu hören. Did you know that you can make a tomato squash stew in the Eighth Resort? Krass. Mach ich das vor? Ich glaube, Englisch, Deutsch haben sie nicht. Ach doch, haben sie. Ja komm, mache ich es für euch mal an. Ob das akkurat übersetzt wird. Oh krass. Bin gespannt. Ja doch, hört sich an. Aber ich achte ja auf das Englische. Ich mach's mal für euch an. Let's go! Okay. Oh. Okay. Tada! Special Heroes. Okay. Joining us this time are here for a ninja festival, and I snuck some info on them. I'll introduce them one by one. Being a ninja has its perks. Oh, Seahawk. Oh, nice. Interesting. Interessant. Seahawk. From the Fire Emblem Path of Radiance game. His ninja garb draws inspiration from his normal attire. Passt ja eigentlich sehr gut. Ich habe ihn nur kurz gesehen bisher, aber er ist sehr befreundet mit den Lagus, obwohl er ja ein Mensch ist. I can move more easily in these clothes, so more useful to Aha. Tain. Aha. Wow, sie sieht mal hot aus. Hot wegen, ne? Aha, sie sieht doch gut gerne. Masks on her head are so cute. She's probably trying to master her ninja technique, so she can be a greater asset to Legyard. Ja, stimmt. Perhaps someday I'll be able to let my guard down. Naval, ne? Der Navarre. Next up, it's Navarre from the Fire Emblem. Naval, wie man ihn nennt. Okay. The red outfit really suits him. Der hat jetzt noch nichts dabei von denen, wo ich sagen müsste, boah, die will ich unbedingt haben, aber ja, ist ein interessantes Thema, finde ich, also weil sonst bringt man Ninjas immer ja nur mit Fire Emblem Fates, ja, sie natürlich, Birthright, also Vermächtnis in Erinnerung. Hanna. Gott. Aber gut. Ja, gut, also zu Hanna, ja gut. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich guck mir natürlich gleich im Anschluss noch die Skills an, da kriegt ihr noch ein extra Video, aber... Oh nein. Oh. Oh nein. Gibt doch schon genug Lins. Ernsthaft? Ja, gut.
Lorena hat noch gar kein Alt, von dem her okay. Aber Lynn. Oh, tut mir leid, aber. Also Lynn ist die neue Camilla, was Alts angeht. Meine Güte. Also. Ey, da fällt mir nichts zu ein. Da fällt mir echt nichts zu ein. See Hark, Levitain, Navarre, and Lynn will appear in the special summoning event in the moment, which starts also November 5th. Also Sanna Tempest Trial, Sturmprüfung plus, okay. Ja, ja, also der Banner ist für mich ein Skip, also da werde ich keine Orbs verballern bei dem. All of the special heroes this time are dual-wielding their weapons. Also, kurz Pause. Ich glaube, ich gucke ja gleich nochmal. Also, im Anschluss hieran mache ich noch ein Video dazu mit den neuen Special Heroes. Also, das Video, was da gekommen ist. Und gucke ich mir die nochmal im Detail an. Aber ich glaube nicht, dass mich da irgendeiner von wirklich... Also, da muss schon jemand von den Vieren ein megamäßiges Skillpaket haben, um mich dazu noch überzeugen. Also, nee. Und ich meine, ich habe schon genug Orbs bei den Three Houses, Cars und Legendary Dimitri verballert, deswegen ist es okay. Update! Up until now, Fire Emblem Heroes players have been able to choose to either download the high quality version or the light data version of game data. Starting with November's update, you'll be able to select a third option called Recommended. If you don't have the space on your device for the high-quality version, but the light data version isn't giving you the full Fire Emblem experience you ja, need, ist ja ganz nett, then aber give the recommended option a try. Next up, the number of teams and skill sets will be increased. With this update, it'll be even easier to create teams to take on specific modes and overcome enemy advantages. Das ist so ganz be sure nett. To put it to good use. Das ist ganz nett. And finally, the Learn with Shireena website is being refreshed. Oh, wow. Ich war noch nie auf dieser Webseite. And there might even be some information that veteran summoners will find interesting. So be sure to check it out. The website refresh is scheduled to go live after the next version update. Vielleicht gucke ich mal rein, aber ich glaube nicht. Das war's. Was hat dieses Schachfeld zu bedeuten? A new event is being added with the next version update. Aha. This event is called Pawns of Loki. Loki's Bauern. Let's see what it's all about. Fey, Fey! Is that Loki and Thor? Fey? It seems like they're inviting me to play a game with them. I'm so curious. What kinds of games do gods play? What's this? It seems like some sort of magic game board. I think we place pieces here to do battle. Jetzt spielen wir wirklich Anime-Schach, wie ja Fire Emblem immer bezeichnet wird. Fey, Fey! Das. The form are combined into one. What's going on here? Oh, this is so exciting! My heart's a flutter! I can't wait to play! First, you acquire forma specific to this mode and create a team. I'll use the event's currency, war funds, to get some. Oh, it's so difficult to choose who I want. Low-level forma cost less, while high-level ones cost more. It seems like quantity might be your best bet when starting out, so I'm going to get as many units as I can with the war funds I have available. Next, I need to place them. This is where we can place our units. Oh, I can see my opponent's pieces also here too. Also Totus und Dimitri, ganz einfach. There's no way I'll lose. After the pieces are placed where you want them, the battle begins. Here we go. Look at that. The Forma are fighting on their own. Ach, das machen wir auch noch ganz alleine. Wow. Wow. The turn ends when all unit actions are completed, or an entire team is wiped out.
bin noch nicht im Sinn darin, aber okay. Hooray, we did it! This is the score we earned from battle. We'll have to keep playing to raise that score. All right then, let's keep going. Like any good messenger owl turned tactician, I'm wise enough to know that I'll need an even better strategy for the next round. Once the turn is over, war funds are distributed, and a fresh selection of Forma will be available to place on the board. Die da oben sind doch alle nur. Forma are the same as ones I already have in play. If two of the same Forma are on the battlefield and we add a third. Oh, look at that! They combined into a trio Forma! If three of the same Forma come together, the Forma will merge and level up. Fay! How exciting! Next, let's try making a combo using the team we've got here. If multiple Forma of a certain type work together, they can become stronger. It's like matching cards in a card game. These are the types you can combine to create a combo. You can quickly build up combos by combining weapon types and movement types. Try putting a team together that allows you to trigger as many combos as possible. All right, let's start the round. Fay, there's a combo. They're getting stronger. Now the battle's raging. Fight on, Forma. We did it. We won. Was man mit so einem Team auch verlieren kann, wäre eine Herausforderung. Too much excitement for one bird to handle. Keep in mind that the scores you earn in each turn add up to your final cumulative score, so don't give up. The score you earn also determines the reward you receive. Rewards are split into two categories, one based on your cumulative points and the other based on your high score during the event. What kind of team composition is going to give the greatest advantage? Warum keine Mangos? Figuring out the best strategy for your playstyle is part of what makes this event so much fun. Fay, I almost forgot to mention something really important. For this event, the Forma that appear will be based on the heroes you set in your brigade. Mm-hmm. This event takes place over three rounds. The bonus available in the first round is for weapons with an attack range of 1. So keep that in mind when you're selecting heroes for your brigade. Look out for the heroes that you think might work well in this event, and try out different combinations until you find the team that works for you. Oh, I'm so excited! Pawns of Loki begins on November 11th. I hope you're just as excited about it as I am. Ja, mega. Mega aufgeregt bin ich dafür. Man merkt, glaube ich. Let's check out some of the things you summoners have to look forward to. To start, there will be a login bonus. If you log in 5 separate days during the active period, you can receive up to 40 of each type of dragon flower and up to 40 heroic grails. Krass. There will also be daily skill-focused summoning events. Starting November 11th, each day one of 6 skill-focused summoning events from the first half of 2020 will appear. You can make your first summon without using orbs this time as well. What kind of celebration would this be without quests to commemorate the new event? If you complete Ich wollte schon fragen. Orbs, immerhin gibt's die durch Quest. Okay, immerhin. Last, but certainly reward not least, maps. The top 30 ranked heroes from the A Hero Rises 2020 event will appear in daily maps in groups of 5. There will be both normal and hard difficulties. So you can earn a total of 12 orbs if you can clear all of the maps. 12 orbs. Krass. That's one way to celebrate the launch of a new event. Just to recap, here's the total
number of rewards you can earn. 90 of each type of dragon flower. 40 heroic grails. 40 trait fruit. 6 free summons. 22 orbs. Boah. Wahnsinn. Don't forget to participate. Wahnsinn. Boah. That's all for today. Wow, also heroes dressed like ninja has inspired me to follow the path of the ninja as well. Ja, was soll ich sagen? Langweiligster Fee-Channel von allen bisher. Also in den Updates war gefühlt nix. Die Special Heroes interessieren mich null. Also relativ null. Und und dieser neue Modus, ja, keine Ahnung, also überspringen den Teil mal. Nur noch mal kurz im Schnelldurchlauf durch, ja gut, der neue, ja, Version, Qualitätsoption, ja, ist ganz nett, aber, da ich die meiste Zeit sowieso zu Hause spiele, naja, ich spiele sowieso immer in High Quality, aber in der Light. So, boah. Weil vor allen Dingen haben sie den Sound da drastisch reduziert, also die Soundqualität. Und das ist, boah, ich finde das nicht schön, in Low zu spielen. Vielleicht probiert man das mal aus in der mittleren Stufe, aber naja. Das ist ganz nett, dass man die Teams erhöht hat. Es gibt bestimmt viele, die viele verschiedene Teams brauchen und braucht jetzt momentan. Ja, wobei doch, ich komme langsam an die Grenzen, von dem her ist es okay. Ja, gut, ja, ich war noch nie auf der Seite und das wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein, aber okay. Aber für diejenigen, die noch neu sind, ich weiß noch nicht, ob es noch irgendjemanden gibt, der das neu anfängt, aber das ist vielleicht ganz nett. Ja, und den Modus, haben sie fast über die Hälfte des gesamten Channels verbraucht, okay. Ja, aus dem werde ich irgendwie auch nicht so ganz schlau, irgendwie. Man wählt die zwar aus, aber im Grunde ist das dann auch nur ein komplettes Auto-Battle irgendwie. Also ich verstehe irgendwie den ganzen Sinn hier nicht so dran, an diesem Modus. Aber okay. Vielleicht muss man das halt mal ausprobieren hier irgendwie. Man bestellt eine Brigade, aus denen die irgendwie vormäßig genommen wird, aber muss sie dann irgendwie doch nochmal kaufen mit diesen komischen blauen Sechsecken. Was auch immer da sein soll. Also, ich werde irgendwie nicht ganz schlau aus diesem Modus heraus. Gut, dann gewinnt man Punkte, indem man KP bekommt. Naja, irgendwie auch nicht. Irgendwie auch nicht irgendwie. Also, ich weiß nicht, wie da der Score berechnet wird. Ich weiß auch nicht, warum man 8 hat und auch nochmal 4 separat. Ich glaube, man sieht meinen Mauszeiger gerade nicht, aber man kann es mir zeigen hier. Ja, ja gut, dass die sich zu Trios vereinen, ja gut, das ist okay. Ja, und dann irgendwie noch, dass das irgendwie mit diesen Weapon-Types und Movement-Types da noch irgendwie eine Rolle spielt. Ja, okay. Muss man vielleicht mal ausprobieren, aber ich komme irgendwie in den Sinn dieses Modus ist noch nicht so wirklich hinterher, aber okay. Ja, gut, und die Belohnung. Ja. Ja. Gibt's irgendjemanden, den ich unbedingt von denen haben möchte? Vielleicht Tethys. Neuen Tethys-Merch, aber sonst vielleicht Petra habe ich noch nicht und vielleicht noch für einen neuen Cliff-Merch, aber sonst interessieren mich als auch eher weniger dabei sind, ganz ehrlich gesehen. Ja, also die restlichen da interessieren mich auch irgendwie. Okay. Ja, gut. Reward Maps. Wie immer eigentlich. Ja, was soll ich sagen? Also,
jetzt nicht so der mega mega Fee-Channel. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gleich gibt's wie gesagt noch ein Video für die Special Heroes, mit dem wir uns die nochmal im Detail angucken. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Vielleicht hat euch der Fee-Channel mehr gefallen. Falls ja, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Also für mich war dieser Fee-Channel gefühlt der langweiligste von allen. Aber okay. Ja. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Euer Jake.